Kommen Sie endlich wegen dem Telefon. Ich warte seit 3 Stunden auf Sie. Sie sprechen mit Hauptkommissar Detlef Grün von der Kriminalpolizei Bochum. Guten Tag. Es geht um Ihren Sohn. Ich habe keinen Sohn mehr. Ich weiß das, natürlich. Aber jetzt wurde er gefunden. Er wurde vor 30 Jahren ermordet. Tut mir sehr leid. Sind Sie deswegen gekommen? Um mir zu sagen, dass es Ihnen leid tut? Wir versuchen selbstverständlich, das Verbrechen aufzuklären. Und wenn Sie mir aus diesem Grunde einige Fragen beantworten könnten, so wäre ich... Gar nichts kann ich beantworten. Mein oberschlauer Herr Sohn hat sein eigenes Leben geführt. Damit hatte ich nichts zu tun. Und Ihre Frau? Ist sie zugegen? Könnte ich sie... Hat Ihre Frau nach seinem Verschwinden vielleicht mal irgendwas Besonderes über ihn erzählt? Was soll die mir erzählt haben? Hat Jonas damals vielleicht noch jemand anderen mit nach Hause gebracht, außer mir? Einen speziellen Freund? Meinen Sie einen Kollegen oder sowas? Ja, ein Freund, der ihm nahe stand. Sehr nahe. Wollen Sie damit sagen, dass mein Sohn ein warmer Bruder war? Jonas war sowas nicht. Und wenn, hätte ich ihn selbst umgebracht. Ach ja? Glückwunsch, damit sind Sie gerade auf Platz 1 der Liste meiner Verdächtigen gelandet. Mein Sohn war kein Perverser. Sonst hätte ich meiner Frau nie erlaubt, dass sie den Rest ihres Lebens an seinem Grab hockt.